Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal mit dem Spiel Stone Shard von Inkstained Games, einem relativ neuen Entwickler. Sie haben noch ein Spiel 2015 rausgebracht und das war's. Und es sieht sehr verpixelt aus, aber das Spiel ist sehr, sehr interessant. Es bietet einfach eine richtig freie Charakterentwicklung. Man kann Spells und ja, Waffen, alles Mögliche aussuchen, was man gerne haben will. Man ist nicht an eine Charakterklasse gebunden. Und man kann Items tragen, wie man will oder was man will und so weiter. Und es sollte recht schwer sein, das Game. Es soll der Alltag von einem Söldner zeigen, wie er im Mittelalter ja, so zurechtkommen muss, weil er natürlich ja, Feinde besiegen muss und so als Söldner. Und wie ich gesehen habe, ist er recht alt, also weiß es nicht, ist etwas Neues, oder? Und es könnte ein bisschen blutig sein und so weiter. Werden wir mal schauen, ich habe es noch nicht angetestet. Gehen mal auf Spielen. Und ja, das sieht ziemlich alt aus. Aber der da unten sieht noch älter aus. Wo bin ich? You are awake. Just in time for the ritual. We'll have a use for you. Jo, englische Sprachausgabe, okay. Du bist wach, gerade rechtzeitig für das Ritual. Wir werden schon bald Verwendung für dich haben. Oh, ein Opfer. Wir sind ein Opfer. Versuche nicht irgendwas Dummes zu tun, sonst endest du wie einer deiner Freunde. Vielleicht sollte ich nochmal nach ihm sehen. All das frische Blut sollte inzwischen schon abgeflossen sein. Ja, das sieht schon ein bisschen älter tot aus. Verdammt! Sieht nicht so aus, als hätten wir den Kampf gewonnen. Ich muss hier raus, bevor dieser Bastard zurückkommt. Hm, sieht aus, als wäre meinen Fesseln angerostet. War mit dem Gespräch voll. Also, öffne dein Inventar durch Drücken von E. Okay. Wie kannst du deine Ausrüstung verwalten? Also ich werde das mal ein bisschen überspringen, weil sonst geht's zu lange. Entfernen. Ja, komm gleich mal raus. Auch keine Fesseln. Armer Locke, dein ungutes Gefühl hat dich dieses Mal nicht betrogen. Sie haben ihn nicht durchsucht, eine schlechte Idee. Nichts für ungut, Kumpel, aber du wirst alle diese Dinge nicht mehr brauchen. Machen eigentlich diese, sind es Zombies, Vampire oder so, gar nichts? Also, Fesseln nicht gecheckt, Leichen nicht abgesucht. Ich glaube, die machen gar nichts. Okay. Es ist eigentlich selbsterklärend, also das Spiel scheint nicht so schwer zu sein, zum Glück, von der Steuerung her. Aber das ist jetzt neu, also neu. Das ist interessant, weil wir haben Hunger und Durst, das sind wahrscheinlich die Symbole hier. Ja, also viel haben wir nicht. Ja. Okay. Ja. Trinken. Jetzt ist es weg. Essen. Oh, das Brot ist verschwunden schon. Okay. Da hat nichts mehr. Dann können wir eigentlich hier. Ja. Rechtsklick. Knacken. So, ich hoffe, ich bin nicht der einzige Überlebende. Ich muss mich bewaffnen und den Rest finden. Ja, da ist er. Das ist eine Eisenstange. Okay. Hm. Okay, die Steuerung ist relativ leicht. Natürlich ein bisschen umfangreicher als andere Games. Es ist ja auch ein Rollenspiel, soll ich sagen. Und ja, genau. Ah, man kann auch mit WASD steuern. Geht gleich manchmal ein bisschen besser, aber es sieht so hakelig aus. Ja, genau. Für was gibt es diese Zellen, wenn nichts drin ist? Die Zellen sind entriegelt und die Blutspuren sind frisch. Sieht aus, als wäre alle irgendwo hingebracht worden. Es scheint, dass ich der Einzige war, dem Kerker geblieben ist. Das ist seltsam. Vielleicht sind wir der Held und wurden deshalb nicht mitgenommen. Keine Ahnung. Aber eigentlich möchte ich ein
Anti-Held sein. Jetzt haben wir hier was unidentifiziert. Hey, das ist Diablo 1. Also vieles ist von Diablo 1. Aber ich kann es nicht identifizieren. Okay. Und ja, so alte PS1-Games erinnert es mich ein bisschen. Okay. Ja, ich habe schon lange nicht mehr ein Runden-Taktikspiel gespielt. Also vom ersten Anblick. Oh, da ist jemand. Vom ersten Anblick überzeugt mich das Spiel eigentlich schon ziemlich. Ich wollte deine Käse essen. Wie bist du rausgekommen? Du bist tot. Okay. Ja. Ebenbürtig. Ja, es sind Vampire, habe ich doch richtig gesehen. Dieses Pixelmatsch, ja, zeigt halt nicht so viel, aber. Aha. Also es ist wirklich immer nur ein Move und dann wieder zurück. Hey, der macht mehr Schaden als ich ihm. Okay. Ein Schief. Was ist ein Schief? Rufen. Hey, ich bin's. Ich habe einen Vampir erledigt. Ich bin der Vampirtöter. Ja, Stärke. Oh, ich habe zwei Waffen. Yeah! Ich glaube, ich werde so ein Zwei-Waffen-Kämpfer oder so. Ja, okay. Also gehen wir direkt mal weiter. Ich glaube kaum, dass wir hier irgendwas finden, das versteckt ist. Noch. Herr Bern. Ja, Bern ist in der Schweiz. Verblutet. So eine blöde Art zu sterben. Sieht aus, als gäbe es eine Falle. Ich muss mich umsehen, es sei denn, ich will sein Schicksal teilen. Wahrnehmungsattribut. Okay. Drücke 1, um sie zu verwenden. Oh, das sagen sie ein bisschen spät, ja. Ja, das ist eigentlich auch wieder klar. Es erinnert mich irgendwie an einen Fallout oder so. Bauernschärpe. An irgendwie ein paar Games. Silent Storm ist so ein Game. Damn, I forgot Irgendwas about one Days leg. of I need to find something to treat the wound before irgendwas, it weiß nicht mehr, festers. wie das Game heißt. Coming so 2005 oder so raus. Und ja, also ich habe ein bisschen Schmerz. Was für rechtes Bein ist leicht verletzt? Da müssen wir das machen. Ruhen. Ah, okay. Aber voll werden wir nicht. Na doch. Ja, der wackelt. Gehen wir mal ins Inventar. Ja, okay. Ich habe mein Bein. Also macht mehr Lärm jetzt. Okay, Schmerzgrenze. Öffnen. All these boxes. All diese Kisten, ich werde sicher etwas darin finden. Ein bisschen noch lauter. So. Und ich werde es im Video dann abchecken. Also ich habe schon ein bisschen angetestet, aber nur im Hauptmenü. Also ein bisschen ins Spiel rein, aber ganz wenig. Aha, okay, Wundheilung. Dann noch eine Spritze, ein Gegenmittel gegen Vergiftung, okay. Aber bringt Verwirrung. Dann haben wir einen Ätherinhalator. Macht Vergiftung. Aber macht Schmerzen weg. Ein Verband. Gegen Bluten natürlich. Und eine Heilsalbe. Ja, verletzt haben wir ja nichts, oder? Das ist nicht verletzt. Also müssen wir die kleinen oder die großen?
Ja, es kann nur im Wipfel letzten, also die kleinen. Zusammenfügen. Nee, ich will es benutzen. Aha, damit kann ich mein Bein behandeln. Ja, ich möchte es benutzen. Ah. Nutzen, ja. Hier findest du alles, was du über die Gesundheit des Charakters wissen musst. Hunger, Durst, Vergiftung, Schmerz, Anzeigen für die geistige Gesundheit und auch den Zustand deiner Körperseele. Also wir können wahrscheinlich auch psychisch beeinträchtigt werden, oder wie? Du wirst verletzt, wenn du Zustand deiner Körperteile unter einer bestimmten Schwelle fällt. Je nachdem, wie sich der Zustand deiner Körperteile verschlechtert hat, wird deine maximale Gesundheitsschwelle niedrig. Du sollst mit Stabilisierung der Verletzung beginnen. Schwebe die Zustandsleiste, dann soll ich das Bein öffnen, das Connection und wähle Schiene anwenden. Doch eine Schiene anwenden. Also ihn doch verletzt. Ja, Beinverletzung. Okay. Ja, Beinverletzung. Eine Heißsalbe. Muss ich doch nicht, oder? Muss ich unbedingt? Ja, gut. Das ist besser. Zumindest werde ich leben, Zeit weiterzugehen. Okay. Okay. Also hier ist nichts mehr drin. Ein Wams. Okay, endlich mal Kleider. Aha. Okay, es gibt keine Schuhe. Es gibt also einen Umhang noch. Beine. Also Schuhe gibt es Beine. Also Hosen. Und das ist was? Reiseschuhe. Ausrüsten. Okay, und hier? Eine Kriegssense. Was sollen wir jetzt tragen? Ich möchte gerne etwas mit Magie machen. Ich weiß es nicht genau. Also ich habe ja gesagt, zwei Waffen oder Magie. Ein Bauernbogen möchte ich eigentlich auch verwenden. Selbstgebautes Schwert. Viel besser. Das Bauernbeil ist eigentlich auch besser. Gut, schauen. Ich das jetzt hier. Ja. Was soll ich ein Schild nehmen? Also wenn wir jetzt noch keine Zauber haben, keinen Stab. Aber ein Bogen wäre interessant. Macht denn dann viel mehr wenig Schaden? Eigentlich nicht. Ich würde jetzt einfach mal einen Bogen verwenden. Damit wir alles gesehen haben. Hä? Also vielleicht gibt es noch eine Waffenart. Große Waffen. Eindrücken. Ja, Treffen ist Kunst. Hä? Okay. Aha. Ebenbürtig. Usch. Du bist soeben in eine Stufe aufgestiegen. Jede neue Stufe ermöglicht es dir, eine neue Fertigkeit zu erlernen und deine Attribute zu verbessern. Meistens wird man stärker, wenn man neue Fertigkeiten erwirbt und bessere Ausrüstung findet. Die Attribute haben eine weniger ausgeprägte Wirkung. Sie verbessern nur leicht verschiedene Aspekte des Charakters. Also, du kannst mit der Maus über jedes Attribut fahren, um mehr über seine Wirkung zu erfahren. Aha. AP 2 haben wir. Wahrnehmung. Fernkampfschaden, Willenskraft, das ist interessant. Zum Geschehen und macht Notlagen und Misern erträglicher. Schmerzresistenz. Willenskraft. Sichtweite wäre auch interessant, aber ja, wir wollen ja auch ein bisschen etwas. Ja. Wie sagt man es? Etwas nicht sehen, oder? Wir werden einen noch auf Vitalität machen. Weil ein Magier braucht sicher auch ein bisschen Leben und so. Mal schauen.
ein Schiff verloren. Und die Leiche ist verpufft, kaputt gegangen. Also, wir haben immer noch, also wir haben die Eisenstange. Die Eisenstange möchte ich weg haben. Ah, das Beil, ja. Okay. Aufträge. Ja, das sind jetzt gerade die Dinge. Bestiarium in der Beta-Ruf-Karte. Ist leider noch recht unfertig, das Spiel. Also es ist jetzt erst rausgekommen als, was war's? Alpha? Ne, wahrscheinlich Beta. Sterbe. Aha. Zum Stab, zum Zauberstäbe gibt es noch nicht scheinbar, oder haben wir noch nicht gefunden. Magiemeisterschaft, Basisfähigkeiten. Hinterrücksangriffe auf ahnungslose Ziele sind immer kritisch. Pyromanie, Feuerring, Lohe, schmelzende Stahl. Das werden wir jetzt dann sicher mal sehen, anschauen. Ich suche jetzt gerade momentan eine Beschwörung. Ich habe Interesse an Beschwörungen für den Anfang. Aber scheinbar gibt es noch keine. Es gibt Astronomie. Psychomantie. Das möchte ich wählen. Nein, lieber nicht. Ich habe es mit der Psyche nicht so. Meine Seele ist noch clean. So. Aha. Neben pyromantische Abhandlung. Ich bin Pyromantiker, yeah. War eine pyromantische Abhandlung in den guten alten Zeiten an der Akademie. Muss mich an eine oder zwei Zaubersprüche erinnern. Ja, okay. Einige Fähigkeiten sind zunächst nicht zum Lernen verfügbar. Um sie freizuschalten, musst du eine entsprechende Abhandlung finden und lesen. Du hast gerade eine davon gefunden. Diese Abhandlung ermöglicht es dir, mit dem Studium des Pyromantie-Fertigkeitenbaums zu beginnen. Öffne dein Inventar, rufe das Kontextmenü der Abhandlung auf und wähle die Option Lesen. Lesen. Oh, gleich drei. Okay, das dürft ihr gerne lesen. Kurzes Video pausieren. Ich mache aber weiter. Ja, auch nochmal kurz Video pausieren und lesen, wenn ihr wollt. So. Und jetzt habe ich das einfach im Inventar. Okay, Pyromantie. Und ich habe jetzt die Feuerspeer. Also drei Feuerblitze. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Aber ich möchte gerne irgendwie, ja, relativ OP werden. Am Anfang. Weil ich weiß nicht, also ich habe gelesen von einem Boss, der ziemlich schwer ist. Der erste Boss ist schon ziemlich schwer. Und deshalb, ja, weiß ich nicht. Okay. Das ist zum Verkaufen scheinbar. Ah, ja, gut. Komm, wir spielen das Game betrunken. Lieber nicht am Anfang. Aber immerhin hat es wert. Ich werde das Spiel sicher ein bisschen grundlegender spielen, solange ich Spaß habe. Aber ich habe immer sehr gerne lange Spaß. Yeah, Baby. Ah, muss ruhen. Okay, easy peasy. Buch aus einer Abtei. Lesen. Okay. Das gleiche wieder, einfach kurz passieren und lesen. Ich bin nicht immer so extrem interessiert an kleinen Geschichten oder so. Stories haben meistens, ja, also die Games haben meistens nicht so eine Story in Büchern, die jetzt wirklich sehr interessant ist.
Aber für die, die gerne lesen oder gerne Geschichten haben und auch mitbekommen wollen, tue ich das natürlich gerne eben so machen. Das ist für euch natürlich Ding, aber vorlesen so werde ich nicht, weil viele Zuschauer natürlich nicht interessiert sind. Das ist die zweite Tagebuchseite. Glück, was? Ja, er hat sich einfach ungeschickt verhalten. So, aber jetzt können wir nicht mehr so viel mitnehmen. Aha, okay. Also ich möchte gerne Erde nehmen. Ja komm. Das, was nichts wert ist, da flockelt die Zahl zwischen minus 4 und 24 und minus 5 und 24. Ich möchte gerne eigentlich den Stab einfach mitnehmen und die Sachen reinlegen, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Sind jetzt auch nicht so viel wert. Ich weiß nicht, ob ich den Bogen, ja, sehr realistisch gehalten, deshalb mag ich das jetzt nicht unbedingt, deshalb mache ich mal den Bogen wieder rein. Und mache diese Sachen und lerne sie auch. Das Inventar. Okay. Aber ich kann es nicht lesen. Sie kann es nicht lernen. Also ich werde die Bücher mal mitnehmen, aber ich glaube kaum, dass ich die mitnehmen muss. Aber es steht studiert, also wahrscheinlich habe ich das jetzt gelernt. Ja, wir können also die nächsten schon skillen, aber wir haben keine Fertigkeitenpunkte. Ja. Also Runenstein. Das ist interessant. Kann ich das Lernen schon nennen? Ist ein bisschen defensiver, aber das ist auch gut so. Ich denke, es wird schon schwer werden. Erdbeben! Ich habe die Erdbeben gefunden. Cool. So ein Erdbeben. Steinwurf. Ja, wir tun Steine auf die Gegner werfen. So, mal kurz schauen. Ja. Dann noch ein bisschen weiter spielen. Ah, endlich. Ein Zauberspruch finden. Okay. Das ist interessant, aber es nervt wahrscheinlich ein bisschen. Frostresistenz und ein bisschen mehr Resistenzen und so. Okay. Aha. Das muss ich mal lesen. Großschwerde. Fernkampfwaffen. Über Schilde sicher auch, also ja, eventuell. Wegsame Triumph-Ding, okay. Also man kann scheinbar alles lesen, man braucht keine Punkte. Okay. Dann nehme ich die anderen natürlich auch noch mit. Muss ja zum Beispiel nicht die ersten Magier-Teile mitnehmen. Leichte Dehydrierung, okay. Ja, man kann es kaum lesen auf Rot, aber. Oh Gott. Wieso muss das so sein? Naja, gut. Weißer Rettich haben wir noch. Bekommen wir schon Nachteile? Mal trinken wieder. Also. Ich werde jetzt hier rein Level 1 Bücher tun. Und
Und hier raus nehme ich noch die zwei anderen und lerne die. Kopfschuss, oh, es geht viel zu schnell noch. Okay, das andere war Großschwerter. Massaker. Okay, gut. Und hier haben wir noch mehr. Ja, gut. Nein. Hammer und Amboss, Gehirnerschütterung. Okay. Und die anderen. Nein, ich bewegen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja. Ja, meine Maus ist ein bisschen zu sensibel. Ich kann so kleine Texte manchmal nicht einstellen. Muss auch eine neue Maus kaufen, die ein bisschen mehr Einstellmöglichkeiten haben bei der DPI. Was ist das Stundenglas? Das ist nur zum Interessieren von Händlern. Okay. Ich glaube, wir haben alles. Mal kurz das schauen. Das haben wir auch gelesen. Naja. Okay. Sonst nichts mehr. Und wahrscheinlich kommt jetzt bald der Boss. Ich werde mal hier einen Break machen. Und, ja, wir sehen uns in einem Tag oder so wieder. Also ich werde wahrscheinlich täglich einen Part machen. Wenn es gut ankommt, mehr Part. Und, ja. Ich hoffe, es gefällt euch dieses Spiel. Und, ja, ich bin sehr interessiert. Also ich werde das Projekt natürlich sehr genießen. Auch wenn es eben pixelig ist, auch nicht so ein erfahrener Entwickler ist oder so. Ich denke, es macht mir Spaß, es wird mir sehr viel Spaß machen. Und ich bin optimistisch. Ja, das passt gut. Mach weiter. Ja, ich mach weiter im nächsten Part dann. Also, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.